Der Zweckverband Jena Wasser und die Stadtwerke Jena haben gemeinsam mit der Hochschule Hof und der Hochschule Magdeburg-Stendal ein Forschungsprojekt entwickelt, das künftig die Leistungsfähigkeit des Jena-Abwassersystems verbessern wird. Kürzlich mit dem Nachhaltigkeits-Award ausgezeichnet, basiert das Projekt in Schuka auf KI-gesteuerten Kanalklappen, die sich je nach Situation und Wetterlage anpassen können und somit den Zufluss zur Kläranlage regeln. So kann sich auch besser auf Extremwetterlagen vorbereitet werden, die sich durch den Klimawandel immer weiter häufen. Ja, betrachten wir mal das eine Phänomen, Starkregenereignisse. Also wir wollen ja den Zufluss zur zentralen Kläranlage in Jena vergleichmäßigen, sprich, dass zu jeder Tageszeit, an jedem Tag dieselbe Abwassermenge zur zentralen Kläranlage fließt. Damit verbessern wir die Reinigungsleistung der Anlage an sich, haben die ganzen Spitzen nicht, die wir sonst zu behandeln haben. Ja, und zum anderen Extrem, sprich mehrere Wochen lang Trockenwetter, da fehlt uns, wie schon gesagt, die Spülwirkung im Netz. Sprich, Ablagerungen sind im Kanalnetz vorhanden, die ja, bilden dann über eine gewisse Zeit bestimmte Produkte, die dazu führen, dass wir unsere Kanalsubstanz ja verschlechtern. So biogene Schwefelsäurekorrosion sagt man dazu. Und die wollen wir damit verhindern, dass wir in einzelnen Abschnitten das Abwasser aufstauen und dann eine Schwallspülung, sagt man dazu, durchführen können, um eben diese Ablagerungen ja zu entfernen. Mit zahlreichen Messsystemen wird ermittelt, ob eine drohende Regenfront das System an die Grenzen bringen könnte. In diesem Fall können die KI-Klappen reagieren und flexibel Abwasser an unterschiedlichen Orten ablassen oder speichern. So müssen keine neuen Leitungen und Speicher gebaut werden. Wir wollen einfach unser Netz, was vorhanden ist, nicht neu bauen, sondern einfach so nutzen, dass wir mehr Wasser im System aufstauen können, mehr speichern können und dann gedrosselt nach dem Regenereignis in Richtung Kläranlage ableiten. Neben dem Hauptziel der Vorbereitung auf Wetterextreme bringt in Schuka noch einige weitere Vorteile. Ja, weitere Vorteile sind zum einen auch, dass wir Abschläge in die Saale minimieren. Sprich, wenn extrem viel Wasser im Netz vorhanden ist, erfolgen ja jetzt sogenannte Mischwasserabschläge. Sprich, ein überschüssiges Wasser, ja, was extrem verdünnt ist, wird in Richtung Saale abgeschlagen. So, mit dem Projekt an sich in Schuka und KI wollen wir uns natürlich auch dem zunutze machen, dass sich kein Mitarbeiter damit beschäftigt, Regendaten auswertet, das Netz und die Klappen, die wir dort einbauen, handysteuert, sondern das System soll automatisiert funktionieren. Sprich, das System soll automatisch die Regendaten abgreifen, soll selbst errechnen, wie viel Speichervolumen brauche ich in meinem Netz für welches Regenereignis und soll dann das System so steuern, dass wir letzten Endes eine Vergleichmäßigung der Mengen im Gesamtsystem erreichen. Im Herbst soll die erste Klappe installiert werden, im Frühling 2025 eine weitere folgen. Danach beginnt der Lernprozess für die künstliche Intelligenz, die mit jeder Wetterlage neue Erfahrungswerte erhält, die sie wiederum für die zukünftige Steuerung verwenden kann.